mal zu erzählen. Du hast gesagt, es ist viel passiert und auch wieder nicht. Hallo und willkommen in die neue Woche. Ich bin gerade echt überrascht, wie freundlich die Locals hier sind, also die Einheimischen. Mhm. Wir waren hier Wingen in San Foca, oder ja, da ja, sind San wir noch immer. Und haben uns so getroffen mit ein paar Winger, andere Winger. Giorgio und Fernando, beide so um den 50. Und die waren richtig begeistert von unserer Action, aber auch wir haben ein paar Bilder gemacht. Von denen auch. Genau. Und als Dankeschön kommt er gerade angefahren und gibt uns hier das, sehe ich. Also Hörnchen. Eishörnchen. Und ich glaube, ich schätze mal, es ist Eis. Wow. Es ist sehr viel Eis. Und wie viel? Oh Gott, das können wir nicht alles essen, oder? Ja, ich weiß es nicht. Wir haben ja keine Gefriertruhe. Das wird eine ordentliche Menge Eis essen. Ja, das findest du nicht schlimm, ne? Aber wenn du einen Löffel gibst, dann mache ich dir ein Eis. Mega. Ja, das ist doch Italien, oder? Großer Löffel? Ja, großen. Schön reindrücken. Nicht echt Wetter für Eis, aber... Ja, jetzt fehlen hier Leute, mit denen wir das teilen können. Irgendwie hier ist niemand. Nee. Und er ist direkt wieder gefahren, deshalb... Du musst es direkt essen. Okay, geh mal. Pass auf, es ist schon... Und? Aber lecker, ja. Gut? Aha. Und? Richtig lecker, aber es war ein bisschen schwierig, weil es richtig weich, das reinzubekommen. Ich bin ja auch keine... Ich hat noch genug. Ich bin auch keine erfahrene Gelateria, keine Ahnung. Als Verkäufer. Aber... Also, wir starten die neue Woche mit Eis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auf eine neue Woche. Startet gut für Kai, oder? Ja, so kann die Woche starten. Du filmst das, ne?
wir hatten wieder einen richtig schönen Tag auf dem Wasser in St. Foca am Wingen. Das ist ja noch an der Ostseite am Stiefel. Und wir sind jetzt an die Westseite gefahren und stehen hier richtig herrlich direkt am Strand. Damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wo wir sind, also hier Italien und hier am Hacken sind wir. Und wir waren jetzt die letzten Tage immer hier so bei diesem blauen Ding. Und jetzt sind wir gerade an der gegenüberliegenden Seite und hoffen, dass wir da heute Wind bekommen. Und so ist der Blick hier raus. Direkt am Wasser. Wir haben gestern auch wieder eingekauft. Obstnetz ist wieder voll. Jetzt wird erstmal Müsli gemacht. Wo wir jetzt auch wieder mehr drauf achten müssen, weil es irgendwie einfach wieder kühler ist und vor allem die Nächte, ist die Feuchtigkeit, weil es wird hier abends richtig feucht. Alles, was draußen liegen bleibt, ist einfach pitschenass. Und jetzt sind halt die Fenster auch morgens wieder komplett beschlagen. Da müssen wir jetzt schon immer gucken, dass wir das wieder trocken kriegen, dass wir nicht wieder so ein Schimmelproblem kriegen wie letzten Winter. Genau. Das ist jetzt irgendwie schon, da merkt man richtig, dass der Herbst da ist. Und aber auch, es gibt wieder andere Obstsorten. Wir haben jetzt zum ersten Mal wieder Kaki gekauft. Das ist eine richtige Winterfrucht, finde ich hier. Oh, das ist so lecker. Aber man muss auch wirklich die guten erwischen. Wir hatten mal eine, da beißt man rein und dann ist einfach der ganze Mund taub. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe gerade probiert, die wir jetzt benutzt haben, schmeckt köstlich. Also richtig, richtig gut. Hier, da seht ihr wahrscheinlich, wie feucht dieses Fenster ist. Und das machen wir mal, dieses Tuch ab. Tada! Pitschnasse Scheibe. Ja, und das Tuch ist natürlich auch feuchtlich. Naja, jetzt hat man halt wieder andere Aufgaben. Und ihr seht, es ist frischer. Kai läuft hier im Pulli. Telefoniert mit seiner Mama. Ja, wenn man halt nur einen Bus hat und irgendwie keine Wohnung, wo man irgendwie extra Zimmer hat, dann muss man sich so seine Privatsphäre schaffen, irgendwie zum Telefonieren, dann muss man halt irgendwie draußen rumlaufen. Wir müssen sagen, wir freuen uns auch echt wieder eine feste Wohnung zu haben und ja, einfach wieder ein bisschen mehr Platz. Vor allem jetzt, wo man ab 5, wenn es dunkel ist, nur noch im Bus sitzt, dann wird das schon natürlich klein. Und ja, da sind wir dann echt auch langsam dran zu, wieder irgendwie was Festes zu finden. Aber jetzt freuen wir uns erstmal nochmal, dass wir ein paar Wochen hier ein bisschen wärmeres Wetter haben. Müsli! Oh, geil. Banane? Ja. Kaki? Kiwi. Oh, richtig. Und ich habe die Kaki erst kurz probiert, dass sie auch nicht uns betäubt. Ja, oh, das haben wir mal gehabt, ne? Ja, habe ich erzählt. Ja. War furchtbar. Danke fürs Vorbereiten. Ich habe noch kurz mit meiner Mutter telefoniert. Habe ich gesagt, dass... Die hat sich gefreut, von mich zu hören auch. Pass auf, dass nichts rauswirft. Ja, und du hast schön voll gemacht. Und jetzt setzen wir uns in der Sonne, oder? Jetzt ist das Frühstück und da soll Wind kommen. Ja. Geh nochmal wingen. Du hast erzählt, wir haben jetzt gar nicht gevloggt, ne? Hast du es erzählt? Nee. Es ist jetzt schon Freitag. Und wir haben Montag angefangen zu vloggen. Mit dem Eis? Mit dem Eis. Zum Freitag. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Eigentlich. Und auch wieder gar nichts. Wir hatten kurz fast... Sollen wir das später erzählen? Ah, ja. Zusammen? Buonasera! Buonasera. So schnell ist es dann auch schon wieder dunkel. Du wolltest noch was erzählen. Du hattest gesagt, es ist viel passiert und auch wieder nicht. Ja, und was ich damit meine, meinst ja, du? Ja, was du damit meinst. Naja, viel passiert ist, dass wir haben uns, weil wir uns langsam auf die Rückreise vorbereiten sind, haben wir uns auf so ein Portal eingeschrieben für Mietwohnungen. Die sind soziale Mietwohnungen sogar, haben wir uns eingeschrieben. Genau, also wir wollen nach der Reise nicht wieder zurück nach Deutschland, ja, sondern in die Niederlande ziehen, wo Kai davor gewohnt hat, bevor er mich kennengelernt hat. Ans Meer natürlich. Ja, wir können das Meer nicht vermissen nach dieser Reise. Nee.
Und auf jeden Fall hatten wir dann auf ganz großes Glück eigentlich eine Wohnung angeboten bekommen. Ja, das wurde gelost. Weil meistens geht es nach Rangliste und da stehen wir ganz unten, weil wir uns gerade das eingeschrieben haben. Ja, aber die wurden gelost und dann waren wir so irgendwie vorne dabei und haben es dann auch angeboten bekommen und waren schon richtig happy. Ja, wir nehmen sie. Und wir waren schon dabei, welche Farben nehmen wir für die Wände und dann richten wir schön und ein und wir haben ein Plätzchen und das sollte auch relativ kurzfristig sein. Das heißt, dann mussten wir eigentlich so in einem Monat schon wieder zurück sein und da haben wir uns irgendwie schon aufgefreut, weil es wird ja auch dunkler, schnell dunkel, kälter und feuchter. Und ja, irgendwann. Wir merken, es ist gut, wenn die Reise langsam zu Ende geht. Soll jetzt nicht heißen, dass wir es nicht noch genießen und scheiße ist. Nee, gar nicht. So ist es nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn man irgendwie so lange in dem Bus gelebt hat, dass man sich einfach wieder freut auf Festigkeit. Jetzt kommt die große Enttäuschung. Die Holländer wollen uns nicht haben. Also mir nicht mehr und geht auch nicht. Ja, wir haben die Wohnung doch nicht bekommen. Nee. Weil wir nicht die entsprechenden Papiere vorlegen können. Die brauchen dann einen Gehaltsvorweis. Haben wir auch über Kai seine Freelance-Arbeit. Aber das sind deutsche Papiere und die werden nicht anerkannt, sondern nur, man muss ein Einkommen in den Niederlanden generieren. Vorweisen können. Und die mussten das dann abhaken können und das konnte die nicht und dann sagen die, okay, das geht nicht. Also Bürokratie hoch 10, aber so ist es. Ja. Von dem her ist viel passiert, aber halt auch wieder nichts. Nee, aber da waren wir natürlich, könnt ihr verstehen, voll mit beschäftigt. Und deshalb haben wir auch ganz vergessen, irgendwie zu filmen und ja. Deswegen tut mir leid, dass ihr jetzt diese Woche nicht so viel gesehen habt, aber es ist es gab auch nicht viel zu sehen. Zu sehen. Aber wir sind frisch geduscht. Wir haben heute noch duschen in einem Schwimmbad. Ja. Weil es einfach heute kalt war. Es war ein regnerischer Tag, es hat irgendwie abgekühlt. Uns war frisch und wir hatten es echt mal wieder nötig. Und dann haben wir bei einem Schwimmbad nachgefragt, ob wir duschen können. Ja. Also dann würde ich sagen, so enden wir die Woche und starten sauber. Dann nächste Woche frisch in die nächste Woche. Beenden frisch und starten frisch. Ja. Mal schauen, ob das klappt. Ihr wird's erfahren. Ja. Ja. Bis dahin. Für die Woche genug. Macht's gut. Dank. Tschüss.